Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Mein Name ist Alina und ja, der ein oder andere mag das vielleicht schon vergessen haben, so lange wie es her ist. Ich möchte mich an dieser Stelle mal dafür entschuldigen, dass jetzt so lange Zeit nichts von mir gekommen ist und ich mich nicht mal sinnvoll abgemeldet habe. Ich habe die letzten paar Wochen immensen Uni-Stress gehabt. Ich hoffe, das legt sich. Ich habe zumindest heute ausnahmsweise mal nichts zu tun. Das ist der erste Tag, den ich so wirklich frei habe seit ja, wie gesagt, Wochen. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch, dieses Let's Play hochzuladen, spätestens wahrscheinlich morgen. Und ja, es wird das erste sein, was ich hochlade. Also nur noch so am Rande, heute ist Freitag, morgen ist Samstag. Samstag, also morgen, möchte ich auf jeden Fall nach diesem Let's Play auch noch vier weitere Folgen hochladen. Zwei Spyro und zwei GTA. Und damit zumindest mal eine Woche quasi rückwirkend voll machen. Es ist mehr, was fehlt, aber ja, ich möchte zumindest damit so ein bisschen, ja, ein bisschen was wieder gut machen. Na, wieder gut machen trifft es nicht so richtig, aber ja. Wie dem auch sei, wir sind hier. Ich habe schon mal eine Aufnahmesession gemacht und ich weiß, ich habe die verloren, beziehungsweise was heißt verloren? Ich hatte zwischendurch mal ein paar Stunden Zeit. Ich habe es da versucht aufzunehmen. Ja, falsche Taste. Aber leider ist die Aufnahme kaputt gewesen am Ende. Da haben die ganzen. Es gab. Sind die schon tot? Sind doch schon tot, okay. Irgendwie kann ich rennen, so kann ich rennen. Bild und Ton sind asynchron geworden, deswegen musste ich die Aufnahme verwerfen. Die war einfach vorn und hinten nicht brauchbar. So, daran habe ich mich aus der letzten Aufnahmesession noch erinnert. Ich weiß noch eine Sache mehr. Genau, dass hier diese Tür aufgeht, wusste ich noch. Ich weiß, ich kann hier rüber. So, jetzt weiß ich nicht, ob hier noch Gegner sind. Nee, die habe ich auch weggeräumt. Damit kann ich Licht an- und ausmachen, ne? Genau. Und ich weiß, hier drin gab es noch was. Ja, den möchte ich mitnehmen und dann aus diesem Raum raus. Der ist eklig. Ich glaube nicht, dass hier etwas passiert, aber ich mag diesen Raum einfach nicht. So, und jetzt muss ich überlegen. Ich habe noch eine Sache mehr gefunden. Die Tür ist zu, glaube ich. Ich kann es nochmal probieren. Ist sie nicht? Okay. Ist nur die große Frage. Ich glaube in diesem Classroom, oder? Irgendwie kann ich die Kamera drehen. So. Ja, da. Guck mal, da ist ein Schlüssel drauf. Ich habe es nicht ausprobieren können in der letzten Aufnahmesession, weil dafür keine Zeit mehr war. Und ich laufe jetzt übrigens bewusst den Weg ohne Monster. Ich bin einfach nicht gut im Kämpfen in diesem Spiel. Ich würde draufgehen. Ich vermute, dass diese Karte für den komischen Schlitz ist, der in dem Raum, wo ich gerade die Pistolenmunition gefunden habe, ja in der Wand ist. So, tatsächlich war das übrigens alles, was ich im letzten Part gemacht habe. Also in der gescheiterten Aufnahmesession. Ich musste jetzt halt nicht suchen, das war jetzt der Vorteil. Sag mal, was sind das da eigentlich für. Ja, das. Da muss ich dann. So, ja. Ab hier ist es jetzt wieder blind. Das wollte ich gerade eben sagen. Es ist nichts passiert. Oh, doch. Wo zur Hölle bin ich hier? Will ich mich heilen? Nein, will ich nicht. Ich will eigentlich dahin. Ah. Hier bin ich. Okay, ja, genau.
diese Tür hier, die jetzt relativ in der Mitte ist, die von diesem Flur hier zu diesem Flur führt, die ist nämlich abgeschlossen von dieser Seite aus. Das habe ich auch in der letzten Aufnahmesession rausgefunden. Jetzt weiß ich nur wirklich nicht. Die Tür jetzt auch auf? Geht sie. Das war klar, dass da dicht ist. Nee, Quatsch, so. Jetzt ist die Frage für mich nur. So lange nicht. Will ich hier noch rein, die beiden Klos? Durch den Teachers Room muss ich auf jeden Fall. Dann kann ich auch durch den gesamten Raum laufen und gucken, ob ich Items finde. Ich gucke jetzt hier auch rein. Okay, weiter schaue ich hier nicht. Ich glaube, das ist nicht nötig. Was zum... wieso und überhaupt und... Hä? Was zur Hölle? Bleibt mir also nur dieser Raum hier. Auch nicht sonderlich anders aussieht. Ich höre kein Radio. Da liegt aber Pistolenmunition. Und Schilder an der Wand. Oh, Schrotflinte. Ich habe aber keine Schrotflinte. Aber wieso? Wie? Und wie komme ich da durch und so? Was zum Henker? Okay, also ich kann da nicht durchschießen anscheinend. Gerade da hinten in der Ecke sei irgendwas aufgeblitzt zwischendurch. Aber hier ist halt nichts, zumindest soweit ich das erkennen kann. Was habe ich falsch gemacht? Was zum? Und jetzt ist hier auch diese Tür wieder. Okay. Immer wenn ich das Mädchenklo betrete, scheine ich... das Stockwerk zu wechseln. Was zur Hölle? Das ist mir gerade nicht aufgefallen. Okay. Wie auch immer, dann muss ich hier auch jeden Fall auch nochmal... Ich weiß nicht, ob ich da hinten rein will. Doch, da ist... lecker. Die Musik wieder. Och, Leute, es macht mich fertig, dieses Spiel. Ja.
bevor ich jetzt mit Gegnern konfrontiert werde und weil ich den Eindruck habe, ich habe gerade echt doch einiges erreicht, will ich jetzt speichern. Und ja, ich brauche gerade eine Verschnaufpause. Ich brauche einen Safe Room. Und ich traue hier halt wirklich keinem anderen Raum wirklich, außer diesem hier. Es wird noch scheiße für mich, wenn irgendwann dieses Spiel, wenn da irgendwann die Safe Points nicht mehr Safe Rooms sind. Also, ja, Safe Points nicht mehr sichere Räume sind. So, dann... Ah. Ich wollte hier schon rein. Ah, nicht darüber. Darüber. Das habe ich geahnt. Nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Noch ist okay. Oh, was zum Henker. Mann, gut, ich hab gespeichert. Und plötzlich sterbe ich dann doch. Okay, wieder was gelernt. So, ja, und wir haben noch mehr gelernt. Wir wollen in den Teacher's Room definitiv anders rein. Nämlich da hinten. Und hoffen, dass hier keine wichtigen Gegenstände sind. Hier ist Stille und das will mir nicht gefallen. Ja, mitnehmen. Ach, mach mich doch noch mehr fertig. Cheryl! Oh Gott. Oh Gott. Leute. Es sind noch nicht ganz 15 Minuten und ich weiß, ich mache eigentlich 15 Minuten Parts, aber... Holy... Cow... Dieses Spiel macht mich einfach fertig, tut mir leid. Ich meine, wer von euch sich dieses Let's Play anguckt, wird es wahrscheinlich genau deswegen gucken, weil es mich so fertig macht und weil ich, ja, weil ich es nicht so lange am Stück spielen kann, weil ich einfach kaputt bin. Ich liebe das Spiel dafür, was es mit mir anstellt. Das ist, oh. Na gut, Leute, das war es dann allerdings auch schon wieder für heute. Ja, vielleicht sind es doch sogar gerade 15 Minuten. Mein Ton läuft jetzt gerade 2 Minuten 40 etwa, 16 Minuten 40 etwa. Ich habe ein bisschen früher die Tonaufnahme angefangen als die Videoaufnahme. Also ja, es könnte hinkommen. Falls nicht, tut's mir leid um die paar Sekunden, die euch da jetzt fehlen. Aber das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!